OCR-Texterkennung. Man hat zum Beispiel ein Dokument, welches ausgedruckt vorliegt, und ich werde dieses einscannen. Wer sich ein bisschen auskennt mit solchen Dingen, der weiß, wenn ich ein Dokument einscanne, dann wird die ganze Seite in Pixel aufgelöst. Das heißt, ich kann dieses Dokument danach nicht nach Textinhalten durchsuchen, weil solche Pixeldateien sind Bilder und lassen sich nicht textlich inhaltlich durchsuchen. Vektordateien hingegen schon. In solchen Vektordateien lässt sich nach Inhalt suchen. Wie kann ich nun mit PDF Exchange Pro einen Scan umwandeln, sodass ich nach Inhalt suchen kann? Ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Ich gehe dazu auf den Übungsordner und ich öffne Ordner 8, OCR-Texterkennung. Ich kann hier sagen, ich möchte alle Dateien im Ordner sehen, nicht nur die PDFs. Und da sehen Sie, habe ich ein paar TIFF-Dateien hinterlegt und ich habe aber auch bereits eine solche TIFF-Datei in PDF umgewandelt. Wie erkenne ich nun, ob das Pixel ist? Ganz einfach, ich werde den Inhalt sehr stark vergrößern. Und Sie sehen, das ist alles verpixelt. Ich war hier auf einer Wanderung zum Piz Ganarec und wenn ich suche nach Ganarec, dann sagt es im Dokument, er kann nichts finden. Ich gehe nun hin, gehe bei Umwandeln auf Text erkennen und da habe ich beim erweiterten OCR-Text erkennen, also die neueste Version von PDF Exchange Pro, die Möglichkeit, editierbaren Text und Bilder oder nur durchsuchbares Bild einzustellen. Ich möchte Ihnen den Unterschied mal zeigen, indem ich zuerst durchsuchbares Bild mache und logisch, man muss bei der Texterkennung den Text, die Sprache einstellen, die auch hier im Dokument enthalten ist. Ich wähle also mal durchsuchbares Bild, sage okay. Es dauert einen Moment, weil OCR heißt Optical Characteristic Recognition, also er muss jetzt die optischen Zeichen erkennen und danach muss er den Text hinter das Bild legen. Ich werde mal groß einzoomen und Sie sehen, es ist immer noch ein Bild, aber wenn ich jetzt Ctrl F drücke und nochmals nach Ganarec suche, da findet er hier im Dokument auf allen Seiten nun dieses Wort Ganarec. Ja, wie verhält es sich jetzt, wenn ich in ein Word gehe? Ich mache das mal und ich sage jetzt hier, ich habe ein Bild exportiert und lege dieses auf den Desktop. So. Es öffnet sich in Word und ich möchte mal den Text bearbeiten. Und Sie sehen, ich kann den Text zwar markieren, aber ich kann nicht löschen und gar nichts, weil das Ganze ist zwar ein Bild, die ganze Seite, aber editieren jetzt im Word, das geht nicht. Das ist wie transparent. Hinter eigentlich einem Bild liegt der Text und ist schwer zu bearbeiten. Also ich kann da auch auf Schwarz stellen, aber der Text kommt hier nicht zum Vorschein. Also nicht zu gebrauchen, wenn ich editieren möchte. Ich schließe das Dokument einmal. Ich gehe zurück hier und werde auch den OCR-Texterkennungsvorgang zurückstellen. Ich suche nochmal nach Ghana und Sie sehen, Dokument wieder zurückgesetzt. Jetzt gehe ich hin und sage editierbarer Text und Bilder. Ich sage okay. Versuchen wir hier im Text zu suchen. Sie sehen, er erkennt es, aber Sie haben vielleicht auch bemerkt, mit der Schrift ist was geschehen. Ich werde einzoomen.
Nun ist der Text vorne nicht mehr Pixel, sondern alles vektorisiert. Und wenn ich es jetzt in ein Word-File exportiere, ich sage jetzt hier editierbar, speichere das, Word öffnet sich und nun kann ich in den Text hinein und ich kann den Text editieren. Also wichtig bei OCR Texterkennung mit durchsuchbares Bild bleibt die Ansicht und die Anmutung meines Scans absolut reprotechnisch erhalten, aber ich kann dann auch in Word nicht einzelne Buchstaben oder Zeilen herauslöschen oder editieren. Bei editierbarer Text, da sieht das umgewandelte OCR-Ergebnis nicht mehr reprotechnisch genauso aus wie mein Scan. Also eine Schrift kann sich leicht ändern, aber ich habe dann auch Vektoren und kann diese in einem Word-Dokument editieren. Wählen Sie, welche Variante für Sie in Frage kommt.